Nun hat das Wort Herr Versich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann es kurz machen. Olaf Scholz hat vor Weihnachten behauptet, der Eigenbau ist genauso teuer wie ein Weiterbau mit Hochtief. Wenn die Zahlen von Spiegel Online stimmen, hat der Bürgermeister die Öffentlichkeit nicht nur getäuscht, sondern er hat die Hamburgerinnen und Hamburger belogen. Und damit kommt zu seinem erfolglosen Konfliktkurs, der anderthalb Jahre Baustillstand erzeugt hat und Stillstandskosten von über 100 Millionen Euro verursacht hat, kommt auch noch die geschädigte Glaubwürdigkeit. Es ist auch völlig egal, wie gut oder wie schlecht der neue Nachtrag 5, die Neuordnung ist. Die Täuschung der Öffentlichkeit bleibt ein unerträglicher Makel. So etwas darf ein Bürgermeister nicht tun. Ich halte es für die Transparenz und für die demokratische Kontrolle unerträglich, wenn der Senat unter dem Vorwand von Geschäftsgeheimnissen die Kosten der Alternativszenarien für immer unter Verschluss halten will, nur um selber in einem besseren Licht darzustellen. Auf meine schriftliche Kleine Anfrage hat der Senat ausgeführt, dass er die Daten der REGE für immer als Geschäftsgeheimnisse betrachtet und nicht veröffentlichen will. Geschäftsgeheimnisse sind nach höchstrichterlicher Feststellung an vier Bedingungen geknüpft, die alle erfüllt sein müssen. Sie müssen unternehmensbezogen sein. Ihnen muss die Offenkundigkeit fehlen. Beide Bedingungen sind erfüllt. Aber es muss auch ein Geheimhaltungsinteresse des Inhabers geben und ein Geheimhaltungswillen des Inhabers. Und der Inhaber der REGE, das ist die Stadt, vertreten durch den Senat. Es ist ausschließlich das Interesse des ersten Bürgermeisters, diese Daten geheim zu halten. Und es ist ausschließlich der Wille des ersten Bürgermeisters zur Geheimhaltung. Und es ist dieser Grund, der dazu führt, dass die Neuordnung so hastig durchs Parlament gejagt werden soll, in der Hoffnung, dass keiner die Risiken und Nebenwirkungen aufdecken kann. Nein, es muss Schluss sein. Es muss Schluss sein mit der Androhung erheblicher strafrechtlicher Konsequenzen für alle die, die in die Akten gucken und zur Geheimhaltung verdonnert sind. Es muss Schluss sein mit diesen vorgeschobenen Geschäftsgeheimnissen. Herr Bürgermeister, Sie und nur Sie haben es in der Hand. Schaffen Sie öffentliche Transparenz über den Plan B, über den Weiterbau ohne Hochtief. Legen Sie die vollständigen Kostenberechnungen inklusive der Vertragsstrafen und Schadensersatz vor, denn sonst provozieren Sie ja geradezu einen neuen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wir als CDU werden in jedem Fall mit den anderen Oppositionsparteien eine enge Abstimmung suchen, wie wir das Recht der Hamburgerinnen und Hamburger auf politische Transparenz in dieser Stadt durchsetzen können. Vielen Dank.